Die Regionalliga West. Alle Spiele nur bei Sporttotal. Die Highlights werden präsentiert von Schau ins Land Reisen. Und jetzt rollt der Ball. Der 19. Spieltag der Regionalliga West auf dem Tivoli. Er läuft und wie er läuft. Dustin Wilms mit dem ersten Versuch nach nicht mal 20 Sekunden. Winter. Der bounced direkt weiter zu Alemannia. Schepanek. Und das ist viel zu frei! Wie viele Lippstädter da im Strafraum, der Alemannia steht, und dann reicht es, dass es eben einer ist, der ihn über die Linie drückt. Luis Almeroth. Komplett frei. Jon kann da aus der Distanz so schnell nichts machen, außer den Arm durchzureißen. Und der SV Lippstadt führt gegen die Alemannia aus Aachen. Das kommt aus dem Nichts. Allerdings, ja, hat sich der SV Lippstadt in den letzten paar Minuten schon ein bisschen gesteigert. Oh, Schussmöglichkeit aus der Distanz. Boah! Fatih Ufuk. Knappe 30 Meter und ab die Post. Gib ihm. Aber alles wird Daumen nach oben bejaht. Sprich, Meier kann weitermachen und weitermacht auch die Alemannia. 1-1! Lukas Schepanek! Mal wer da scheppert auf dem Tivoli. Und was ist das für ein Überspielzug der Alemannia? Bitte Hacke an den Rückraum gelegt von Winter. Das ist gemalt. Jeder Pass ein Pinselstrich hin zu einem wunderbaren Gesamtbild bei diesem Ausgleich der Alemannia. Strujic, super Ball, Fahne ist unten, Schepanek, und das hat ähnliche Züge wie das, wie das 1-1, und hier haben wir nochmal das aus Hälfte 1, den Schuss vom SV Lippstadt, das alleine machen, Anton Heinz, Müller. Müller! Der Kapitän mit Mut. Der Kapitano mit Mut. Und es ist nicht wahnsinnig viel, das fehlt, aber es wäre wahrscheinlich auch kein Problem für Westphal geworden, da ranzukommen. Der die Arme so noch ein bisschen runterzieht, weil er merkt, okay, da geht eh drüber. Ufuk. Zu Meier, Viktor Meier, und dann der lange Fuß von Gianluca Rumpf. Das war eine Riesenaktion. Das war eine riesige, riesige Aktion von Rumpf, dass der mit seinem Fuß den da noch irgendwie rauskeschert aus der Flugbahn. Schwärmer. Und das ist ein super Zusammenspiel. Schepanek, Schepanek! Das war der Moment, das ist der Moment, in dem Aachen das hier an sich reißen kann.
Schwermann macht nach dem Ballverlust bei Lippstadt das Ganze schnell. Und dann ist es ein One-Touch-Zusammenspiel. Schepanik, Heinz Schepanik. Heinz, Fahne müsste hochgehen, tut sie erstmal nicht. Schepanik scheitert an Steffen Westphal. Der macht ein überragendes Spiel. Gucken wir drauf. So, das war schon mal ein enges Ding. Und dann mit dem Fuß. Der kleine Spagatschritt. Überragend gehalten von Westphal. Ein Zeitz! Zwingt Steffen Westphal zu einer Parade. Und der Klärungsversuch wird zum Boomerang. Und dann einfach mal probiert. Wird ganz unangenehm für Westphal. Ein Spiel, in dem es 1:1 kurz vor Schluss steht, letztendlich gewinnen. Antwort liefert uns auch dieses Mal Anton Heinz. Diesmal mit einer Ecke. Diesmal mit einer Ecke. Latte. Und das ist nicht das. 2:1. Da ist es dafür. Alemann Aachen bringt schon wieder in der letzten Minute eine ganze Stadt, eine ganze Region zum Explodieren. Mit Glück. Mit Latte. Mit der Hand von und dann ist es Mika Hanrath, der das absolute Maß an Emotionen, an Gefühlen, an allem Möglichen einfach nur zum Explodieren bringt. Was ist denn los hier in Aachen? Der Fußballgott hat eine neue Liebe gefunden und sie scheint schwarz und gelb zu tragen. Oh nein, es ist noch nicht Ende, auch wenn es unten steht. Das Spiel läuft noch, es läuft noch. Wir haben hier noch keinen Schluss. Dafür jetzt aber. Alemannia Aachen rückt bis auf 2 Punkte an den ersten FC Bocholt ran. Und es ist schon wieder der absolute Last-Minute-Wahnsinn auf dem Tivoli. Wie funktioniert denn das Ganze hier nochmal? Ach, meine Güte. Also, hier hast du eine Playlist. Da unten gibt es ein ganz tolles neues Video von uns. Und da können uns die Leute abonnieren. Ah, danke, Lennart. War ja gar nicht so schwer. Ja.